Ein Samstag, und zwar der 26. August in Braunschweig am Vormittag. Die Sonne steht noch so schön. Noch ist gut. Kommt heute richtig. Es sollte angeblich heute regnen. Das ist das ganze Wochenende durch. Also von daher, 11 Uhr, auf geht's. Naja, vielleicht nicht gerade auf eine Hüpfburg. Aber wir schauen mal weiter. Hier gibt es nämlich heute noch eine Menge mehr. Ich zeig's euch. Ich bin hier nämlich vom Steigenberger Parkhotel. Ich feiere heute 10 Jahre. Huch, Mensch, hier geht's ab. Und da haben so ein bisschen was aufgeboten. Und das sieht ja echt bisher spannend aus. War schon richtig, einfach mal herzukommen. Ich muss einfach Dinge machen. Ihr kennt mich ja. Machen. Nicht nur reden, ist auch machen. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. So ein Brunch wäre jetzt cool. Also wirklich lang munter bin ich nun auch noch nicht. Und Frühstück wäre jetzt schon lecker. Wir schauen mal. Achso, Okerfahrten. Coole Idee. Aber da gibt es nichts zum Essen. Lass mal schauen. Befürchte leider nicht. Ist ja mal nett. Ja, so ein Weizen, das ist nichts. Also so einer bin ich nicht. Ich kann das morgens nicht. Nee. Ich hätte gerne einen Kaffee. Oh, da hinten, das sieht. Ich glaube, da muss ich hin. Kommt mal mit. Okay, ein bisschen was Gebratenes gibt es. Champignons auch. Vielleicht eher eine Bratwurst. Meine Tochter früher ausgeflippt, die hätte ich dann nie mehr wegbekommen. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, obwohl es war so schön. So, was haben wir hier noch? Viel für Kids, das finde ich schon mal cool. Wenn die Eltern am Samstag, wir sind am Vormittag mal ein bisschen Luft holen. Was gibt es hier noch? Crepe, das kennt man ja alles. Okay. Ja, aber dennoch, gut gemacht. Oh, Poffertiers. Nee, es ist cool, gleich ums Eck. Also, hol ich mir jetzt mal eine Bratwurst, setze mich da hin und wünsche euch ein super tolles Wochenende. Auch wenn ihr keine Alpakas im Garten stehen habt. Genau, das wird meine Liege. Was haben wir hier noch? Das muss ich noch kurz sehen. Achso, Krimskrams, natürlich alles. Alles wird vermarktet. Also bitte. Ja, okay, Leute. Schönes Wochenende für euch. Bis dann. Ciao, ciao.